Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2 und wir sind kurz vor dem Vergeltungsschlag von Advent, dem zweiten inzwischen. Beim letzten Mal eine ziemlich harte Mission und wir gehen right into it. So, was wollen wir denn mitnehmen? Das letzte Mal war so ein Sniper nicht unbedingt der Beste, aber der Umran hat sich ja inzwischen auch als Gunslinger gut entwickelt. Also nehmen wir ihn ruhig mit. Und zwar gucken wir doch mal in die Ausrüstung rein. Oh, er hat auch automatisch schon die Magnetpistolen dabei. Sehr schön. Können wir vielleicht vor dem Kampf noch was herstellen? 96 Legierung, wir könnten eine Pulsklinge oder eine Nanoschuppenweste. Ja, wir werden, glaube ich... Ich will mal gucken, wie diese Pulsklinge aussieht. Die stelle ich jetzt mal her. Ich weiß, ich gehe ein bisschen sorglos mit unseren Vorräten um. Da hat der Bero die automatisch ausgerüstet auf dem Rücken. Sieht ganz nice aus. So, sonst haben wir den Lesrak mit, Backfisch haben wir mit und den Max Monster haben wir mit. Eigentlich so unser bestes Team. Ich weiß nicht, ob die beiden... Der ist halt schon Lieutenant. Umbran hat auch. Hat sich beim letzten Mal ja auch ziemlich gut bewährt, der Max. Aber ihm geben wir auf jeden Fall das Medkit. Könnte sein, dass wir das brauchen. Okay, starten wir den Einsatz mit dieser Truppe. Umbran, führe uns auf unseren Sieg. Sky Ranger, grünes Licht für Teameinsatz. Ich habe gerade Skype nebenan laufen und Max Monster guckt gerade irgendwie das Let's Play und sagt, schreibt mir gerade, ich soll unbedingt die Sniper wieder wegnehmen. Wir rücken aus, um so viele von ihnen zu schützen, wie wir können. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus, die noch dort sind. Er hat ja jetzt seine Magnetpistole. Ich bin gespannt, was die so reißt. Das Schwert sieht auf jeden Fall schon mal badass aus. So, wir müssen wieder 6 Zivilisten retten. Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Haben wir denn schon einen in Reichweite, so wie beim letzten Mal? Anscheinend nicht. Hier in die Richtung vielleicht? Nee, auch keinen. Hier ist auf jeden Fall so ein geiler Turm. Diesmal. Wir schicken den Max vor, wenn er schon in Skype nebenan sitzt. So, erstmal aggressiv vorziehen. Hat immerhin Shadow. Was sehen. Oh ja, da sind schon die ersten Truppen. Diese Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Frontlinie ein. Alles klar. I guess that'll be okay. Da haben wir einen guten Schuss. Ein Backfisch daneben. Genug gewartet. Ah, die Backfisch ist wohl hier
voll motiviert. Wir bringen lieber den Lestrak nach vorne. Ich weiß nicht, der Lestrak kommt gar nicht so weit wieder umrühren. Das ist natürlich nicht so cool. Der Mutorn hat sich nach da drüben verzogen. Okay, umrühren. Dann geh nach hier. So, und dann gibt es hier Pistolenfeuerschutz. Dann gibt es hier Feuerschutz. Scanne Gebiet. Und hier gibt es Feuerschutz. Scanning. So, und den Lesrak. Der Mutant hat sich jetzt natürlich total weit verpisst und ist nicht mehr sichtbar. Ich nach da ziehe. Wenn es sein muss. So, Granate. Nee. Schade. Feuerschutz. Na los, zeigt euch! Ganz hinten. Wird was über den Haufen geschossen. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten-Commander. Ja, Gott, halt's Maul. Boah, wie ich mich das ankotzen würde, weil ich bis hier voll im Field-Einsatz und dann kommt da ständig so ein Idiot und motzt dir ins Ohr. Oh Gott, wir schlechten in unserem Overwatch gerade. Ja, wenigstens Backfisch zerschreddert im... Oh, der hat Rüstung. Hatte Rüstung. Ich fühle mich nicht so gut. Oh, fuck. Umbrand kriegt direkt mal 4 Schaden rein. Direkt nochmal zurückschießen. Und haut ihm auch 4 Schaden rein. Jawoll. So muss das doch sein. Ich bin aufgeflogen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Gott. Scheiße. Fängt schon richtig gut an, Leute. Okay. Noch was? Nein. Okay, wir sind dran. Bam. Okay. So, der Umbreon. Umbreon hat einen freien Schuss. Den nutzt er jetzt auch mal. Auf den Mutant. Yes. Feind eliminiert. Sieh sich das einer an. Ja, sieh sich das einer an. So, Lesrak. Denn hier aus? Oh, seht ihr, seid ihr scheiße positioniert, okay. Ihr scheiß Zivilisten. Raus mit dir. Worauf warten Sie? Weg hier! Okay, der erste ist safe. So, Max Monster nach hier. Und los geht's! Und dann... Nee. Müssen den Umbreon erstmal heilen. 4 Stück können wir zum Heilen. Heilen! Okay. Backfisch. Legen wir endlich los! Bisschen übermotiviert, die gute Backfisch. Overwatch. Mir entgeht nichts. Aber hat doch eben auch gut die, die Sachen rausgeschreddert hier. Wechsle Position! Man geht raus. Pistolenfeuerschutz. Also mit 4 Schaden pro Schuss ist der Pistoliero langsam auch ganz gut. Lukas Werner wurde ausgeschaltet. Nein, nicht Lukas Werner! Alle, nur nicht Lukas Werner.
Wie auch immer Lukas Werner ist. So. Geht in Ordnung. Befrei den. Sie sind in Sicherheit. Verschwinden Sie! Alles klar. Sonst haben wir niemanden gesehen. Max Monster kann jetzt nicht sofort wieder den Gremlin rausschicken, oder? Doch, kann er wohl. Sehr gut, dann kann er sich gleich selber heilen. Ich rücke aus! Gremlin Heilung auf sich selber. Medizinischer Modus! Läuft. Beru, schnapp dir mal den Loot. Ah, fortgeschrittenes Laservisier. Okay. Backfisch. Das kriegst du irgendwo Cover. Leider nicht. Wird gemacht! Arbeiten wir uns weiter nach vorne, denn Lesrak geht in den Overwatch. Und Umbreon. Hier hinter. Verstanden, bin unterwegs. Ich finde das ganz cool, dass man die Sniper jetzt nicht irgendwie als Sniper spielen muss, sondern mit diesen Pistolen-Sachen halt auch aggressiver spielen kann. Ist ganz nice. Jede Runde stirbt einer. Aber wir gehen, müssen halt auch nicht... Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Kann man den ausschalten? Ey, wenn ich irgendwie Soldat wäre, ich würde zurückkehren vom Einsatz. Ich würde einmal runterhauen, ey. Halt's Maul, wenn ich im Kampfeinsatz bin. So, Max Monster. Ziehe los. Immer noch... Kein Alien im Sicht. Endlich! Endlich. So, Overwatch. Oh, du kannst eigentlich mal nachladen. So. Noch scheint ja hier nichts los zu sein. Ich bin bereit! Und wahrscheinlich kommt jetzt Position gleich in bestätigt. Dieser Situation das Alien raus. Überwachung läuft. Lesrak. Mal erstmal die von hinten nachziehen. Beru. What's over there? Du gehst in den Overwatch. 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 Bestätigt. Überwachung läuft. Overwatch. Gebe Feuerschutz! Dann können wir den Lesrak nach hier oben ziehen. Was ist da drüben? Das sind drei Zivilisten. Ist klar. Rette den mal. Sie sind gerettet. Verschwinden Sie! Und zack! Oh oh! Oh oh! Das ist wieder einer von denen. Es ist wieder einer von denen. Meine Güte, ey. Lorenzo Simoni. Rest in peace, mein Lieber. Rest in peace. So, der kriegt jetzt erstmal jede Menge Overwatch ins Gesicht. Umbreon schießt daneben. Der Schrotflinte auf die Entfernung. Sehr schön. Und auch Backfisch. Wie finde ich den jetzt? Pass auf. Backfisch ist heute gut drauf. Die muss sich auch beweisen nach dem letzten Desaster-Einsatz, in dem sie mit war. So, mein guter Beru, schnapp dir den Zivilisten. Trusting you here. Come on, hustle. So. Reload. Back in. Lesrak. Das ist der große Zivilistenbefreier Lesrak. Los, weg von hier! So. Dann geht in den Overwatch. Wo ist denn noch ein Zivilist? Ist hier in der Nähe noch. Da hinten ist noch einer.
Und hier... Ist hier einer? Ne, also gehen wir weiter in die Richtung wohl. Rücke zur Zielposition vor! Overwatch. Feuerschutz! Backfisch. Und los geht's! Overwatch. Biete Feuerschutz! Den Umdrehung. Begebe mich zum Ziel! Ein anderes Gutes ist ja, dass die Pistole keine Munition verbraucht. Oh Gott, hier ist auch irgendwo noch ein Roboter. Sergei Ignatiev wurde getötet. Nein. So, Lesrak, kommst du schon an den Zivilisten hier vorne dran? Du kommst da dran. Frage ist, will ich das Risiko eingehen? Ich meine, dann würden wir unseren Auftrag schon mal erfüllt und der steht ziemlich scheiße. Auch mit dem Feuer hier. Ich glaube, ich gucke erstmal nach. Hier gibt es kein Cover. Hier gibt es Cover. Wird schon nichts passieren. Okay. Hier rüber. Wenn es sein muss. Okay. Nee. Kommt denn der Max bis da nach vorne? Der ist ein bisschen flinker unterwegs. Der kommt bis hier. Los geht's! Okay. Beru. Hier. Running! Ist klar. Backfisch. Legen wir endlich los! Overwatch, wenigstens einer mit Overwatch. Und der Umbreon... Von hier hinten kann er auch in den Overwatch. Bewege mich zum Ziel. Nee, nicht blitzschnell hin, hier. Pistolen durch. Mir entgeht nichts! Stopp den nächsten... Der hat daneben geschossen. Das klang hier nach so einem Schlangen. Okay, Beru, du kannst die rennen. Das Schlangenviech ist aber auch in der Nähe. Aber wir holen jetzt erstmal unseren Einsatz. Ja. Okay. Sie sind in Sicherheit. Verschwinden Sie! Hier ist noch einer drin. Guck mal nach. Status bestätigt. Zivilist in Sicherheit. Ist klar. Beru, guck mal auf der anderen Seite. Kannst du das Viech sehen? Ja. Da ist ein... zwei Trooper und... ein Sektoid. Ist klar. Das erfordert... unsere Truppen wieder auf dieser Seite. Also kommen nicht so weit. Jetzt komme ich. Reload, bevor es gleich losgeht. Nachgeladen. So, der Umbreon. Bis nach hier. Verstanden. Drücke aus. Blitzschnelle Hände, aber schlechte Chancen zu treffen. Pistolenfeuerschutz. Feuerschutz. Was ist da drüben? Und hier gibt's auch nochmal Feuerschutz, falls die gleich in die Ecke kommen. Überwachung läuft. So, und der Beru geht ja hier mal aus der Sichtweite von den Viechern raus. Geht auch in den... Ach nee, kann er nicht mehr in den Feuerschutz. Wenn jetzt was hier um die Ecke kommt, dann ist es tot. Oh, Entschuldigung.
Zu viel Cola getrunken. Nein! Jetzt haben wir einen Zwei-Fronten-Krieg, Leute. Oh oh. Scheiße. Der Roboter ist auf der falschen Seite. Jetzt haben sie uns umzingelt. Das ist kacke. Da hinten wird irgendein Zivilist wahrscheinlich reanimiert. So, jetzt gibt es einen Overwatch. Ja, schon wieder daneben. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Zivilist. Zivilist ist tot. Die stehen jetzt eigentlich ganz gut nah beieinander, sodass man die beiden Trooper eigentlich mit einer Granate erwischen könnte. Halt's Maul. Und Aliens vernichten gleich auch uns. Das ist das große Problem. So. Bero, hier um die Ecke. Dann kriegt er jetzt gleich einen Shot in your face, oder? Nee, kriegt er nicht. Frag out! Alles klar. So, umbauen. %45. Hier könnt ihr übrigens gucken, wie sich das zusammensetzt. Der hat volle Deckung gegen das Zeug. Granate. Kommt noch nicht ran. Schon unterwegs. Ach, Kacke, das war ja der mit dem Wash. Glück gehabt. Puh. So, jetzt bin ich immer noch 43, aber die Granate müsste doch eigentlich jetzt bis zu dem reichen. Ja. Werfe Granate! Okay, zumindest diese Flanke schon mal gesichert. Von der Seite kommen jetzt die Scheiße. Max, du hast ein Problem. Hier drin sind halt auch noch, das ist auch noch so ein Stunner. Oh Mann. Max, zurück in volle Deckung. So, Backfisch. Ja, hier gibt es noch nirgendwo volle Deckung. Ja, hier hinten, aber hier kommst du nicht hin. Lesrak in volle Deckung. Wird schon nicht passieren. Overwatch. Mir entgeht nichts. Wo ziehen wir Backfisch hin? Hier hin. Endlich. Wir gehen auch in den Overwatch. Feuerschutz. Das könnte natürlich scheiße werden, wenn der jetzt hier rauskommt und mit seinen Raketen um sich schießt. Wir stehen auch viel zu nah beieinander ein. Sehr gut, eine Rüstung weggeschreddert. Gut gemacht, Lester. Und jetzt die zweite Rüstung weg, come on. Ja. Sieht gut aus. Kann er noch angreifen? Anscheinend nicht. Ich hoffe zumindest nicht. Da ist einer in Feuerschutz. Okay, er musste zu viel laufen, um nochmal schießen zu können. Das heißt, wir können jetzt mit dem Lesrak 74% unsere Waffe auf ihn abfeuern. Das müsste reichen. Jawohl, der ist hin. Das ist schon mal ein gefährlicher Gegner weniger. Bewegt er sich auch nicht mehr? Ich habe kaum noch Munition! Ja, ja, schon cool. So. Beru. Max. 73% auf den, die nehme ich.
läuft. Ziel ausgeschaltet. So, jetzt haben wir noch den Land, der hier, der in Overwatch ist. ...29%... ...41%... Oh, den Shot könnte ich eigentlich mal riskieren. Wenn der Overwatch wegschießt, ist gut. Läuft! Umbran macht sich. Der Umbran macht sich. Feuerschutz entfernt. Perfekt. So, dann kann der Bero hier ein bisschen aggressiver nach vorne. Hier ein volles Cover vorrücken. Und Feuerschutz geben. Backfisch hier auf die Ecke. Und Feuerschutz. Ja, kommst du raus? Ja, und der frisst den Feuerschutz. Okay, daneben. Einleben. So, das ist so korrekt. Alles klar, Max. Wo bist du? Hier hin? Bestätigt! Wir haben eine Heilung auf Beru. Heilmodus! So, und jetzt gibt's einen Schwerthieb in your face, mein Lieber. 8 Schaden. I got it, right? Okay, das waren noch nicht alle, Leute. Das waren noch nicht alle. Aber dann rotiert noch einer. Der steht direkt vor uns. Oh, Mann. Lesrak nach vorne. Okay, ich gehe. 71% Schuss auf ihn. Feuer. Daneben. Ziel steht noch. Waffe leer. Umbreon. 85%. Auch daneben. 85er Schuss. Okay, dafür hat er eben einen kleinen Schuss getroffen. Ich sag schon nichts mehr. Bugfish, Overwatch. Mir entgeht nichts. Der wird jetzt nach vorne kommen und den Beru vermoppen. Ich sag euch das. Da kommt er. Komm, Bugfish, gib ihm. Daneben! Was ist denn wieder los heute, ey? Überprüfe Visier! Nein! Oh, Beru, hast du ein Schwein! Meine Güte, ey. Beru. Come on. Schwerthieb. In your face. 7 Schaden. Umbreon. Wo bist du? Da. Umsonst Schuss. 88%. Und er hat ihn gefinished. Sehr schön. Ziel neutralisiert. War das der letzte? Sieht so aus, oder? Menace 1-5. Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menace 1-5. Status bestätigt. Mission erfüllt. Puh, ich hatte echt Schiss um den Beru da jetzt da vorne. Und auch hier um den Max, wo der Roboter aufgetaucht ist. Aber wir haben es hingekriegt, Leute. Und wir haben 7 von 13 gerettet. Die meisten Angriffe ausgeführt hat unser Lesrak Dark. Am häufigsten angegriffen wurde der Beru.
Max Monster hat sich am meisten bewegt. Ja, unsere Trefferquote war schon mal besser. Puh. Ja, Bero ist ganz zufrieden. Der Max, ich verwechsel die beiden irgendwie vom Namen her immer. Ich weiß auch nicht warum, Leute, ihr seht doch gar nicht gleich aus. Das macht die Aufregung. Kehren Sie zurück, wir haben drei Verletzte auf jeden Fall aus dieser Mission hervorgezogen. Kein, der promoted wurde. Umbrenner ist schwer verletzt. Er hat auch richtig ein Ei abgekriegt am Anfang. So, aber wir haben ein fortschrittliches Laservisier. Und ziemlich viele komische Leichen hier und ein Iridiumkern. Das sollte uns helfen. Und wir können Mutons autopsieren. Hallo, Commander. Wenig Vorräte. Vorräte werden angesehen. Ja, weiß ich doch, dass wir wenig Vorräte haben. So. Da gibt's Vorräte. Avenger berechnet neuen Kurs. Energierelais einsatzbereit. Sehr gut, unser Energierelais ist verfügbar. Okay, so sieht also ein Energierelais aus. Interessant. So, jetzt können wir wieder eine Einrichtung nur so bauen. Aber wir brauchen dafür erstmal Vorräte. Private Plastic Löffel ist fertig zum Einsatz. Okay. Weitermachen. Dann gehen wir mal zurück. Und schicken direkt den nächsten Soldaten hier rein. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Das ist richtig. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Mhm, ja. So, einfach nur A. Was wollen wir denn haben? Ja, momentan nur zwei Scharfschützen, einer davon ist Pistoliero, das heißt, ich möchte auch einfach nur A zum Scharfschützen machen. Da hinten sitzt er. Okay, und dann... können wir hier noch... einen Ingenieur beim Freiräumen einsetzen. Das dauert noch drei Tage. Strategische Ressource gefunden. Okay, 63 Vorräte. Ist klar. So, wir gehen nochmal auf den Schwarzmarkt, weil wir brauchen dringend Vorräte. So, herrscht besonderes Interesse an Lagerbeständen an Sektoidenleichen, Iridiumkern und Blendgranaten. Okay, alles klar. Wir wollen verkaufen. Aber wir haben nur noch eine Ich würde eine Sektoidenleiche gerne behalten. So, hiervon können wir ein bisschen was verkaufen. Hier können wir was von verkaufen. Hiervon. Fortschrittliches Laservisier. Dann können wir das normale Laservisier auch verticken. Zielfernrohr, Automatiklader haben wir auch alles noch hier. Zielfernrohr haben wir auch noch im Fortschrittlich. Ein Mechwrack. So,
wem ihr das tut, aber wir müssen hier auch noch ein bisschen was verticken. Und hier. So, bestätigen, da haben wir jetzt wieder das ein bisschen Knete. Auf der hohen Kante. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie wir hier weitermachen. Bis dahin, have fun, euer Koani. Tschüss.